Ich grüße euch, meine Lieben. Was ist jetzt wichtig zu wissen für euch? Annette hier. Es ist so, wisst ihr, wieder eine kurze Sehung für euch, die ja natürlich nicht auf alle und jede zutreffen kann. Ihr wisst, eine Energie, ein Wort kann euch helfen, euch weiterbringen. Jetzt in dem Moment, wo ihr vielleicht festgesteckt seid. Es ist nämlich so, dass ich euch so sehe, dass ihr auf der Stelle steht und die Füße sind wie in Beton. Man hat euch eingekerkert im Moment an der Stelle und will nicht, dass ihr weitergeht, weil ihr begriffen habt, welche Macht ihr habt, welche Stärke und Größe, wo ihr steht und dass ihr Gott seid. Und als Gott habt ihr das unendliche Wissen, die unendlichen Fähigkeiten. Und immer mehr öffnen sich jetzt eure Kanäle und ihr kriegt noch mehr Fähigkeiten hinzu, die euch schon gehören. Und die werden immer wieder sichtbar oder immer mehr sichtbar. Und das, was ich jetzt verstärkt habe, hier, jetzt und heute, wenn ihr diese Sehung seht und hört, dass es so ist, dass ich weißen Nebel um euch habe. Und ihr wisst, weißer Nebel ist immer gut für mich. Also das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht schlecht gehabt. Das heißt aber nicht, dass es sich morgen ändert. Ihr kennt ja mich. Und ich sehe lauter graue, schwarze Bälle, die in der Luft schweben. Habt Acht, ihr lieben Engel. Diese grauen, schwarzen Bälle, die werden in euer Feld jetzt geschossen, um euch zum Straucheln zu bringen, euch an euch zu zweifeln zu lassen, euch abzulenken, Ablenkungsimplantat, das Thema, das mitzubekommen, dass man euch gerade eingemörtelt hat über die Füße, und zwar bis über die Knöchel. Das geht aber nicht so einfach, dass ihr das da wegmacht, versteht ihr? Weil das ist ja Schwarzmagie. Also das heißt, jeder von euch muss sich jetzt Hammer und Meißel nehmen und das abmörteln da unten. Aber please, don't do it with your Füße, okay? Lasst eure wunderschönen, süßen Füßchen bitte ganz. Also vorsichtig abkloppen und dann da rausgehen. Dann müsst ihr diesen Betongedöns ganz zerkloppen, dass das nicht mehr mit dem Boden verbunden ist. Also alles wirklich plan abkloppen vom Boden und dann alles in den Lavasee. Eure Füßchen waschen und dann könnt ihr wieder weitergehen, weil dann kann der wundervolle, geschätzte, in Anführungsstrichen, Dunkelwelt Machthaber nicht mehr an irgendwelche Brocken, Krümel oder Staubfutzelchen von dem Beton andoggen. Und ihr könnt, und das werdet ihr merken, wenn das weg ist, sofort euch leichter fühlen und leichter wieder mit Mutter Erde verbunden fühlen. Diese Kügelchen in der Luft, die werden noch bleiben. Hallo, wir wollen ja bekämpft werden. Wollen von wollen, haha, versteht ihr? Das heißt, ihr müsst immer wieder gucken, rechts, links, wo ist der weiße Nebel? Weil daran siehst du, bist du im weißen Nebel, ist alles schick. Weil wenn euch diese Kügelchen treffen, dann ist man im Zweifel. Dann hinterfragt man, anstatt, hey, das fühlt sich total toll an, wenn ich jetzt 1 Kilogramm gekochte Kartoffeln esse, ohne Salz, ohne alles. Und dann kommt, ja, aber da muss doch Butter zu, da muss doch Salz drauf, da muss doch Pfeffer drauf. Und schon lasst ihr euch von eurem Sein, von eurem Weg wieder abbringen durch diese Kugeln. Ihr habt definitiv genug Raum, um zwischen den Kugeln durchzukommen, aber ihr müsst sehr stark eure Intuition und euer Bewusstsein immer schulen und immer hab Acht Stellung haben, dass ihr da nicht so reinrennt. Dieses ganze Chaosgedöns. Das ist so wie, als wenn man über einen Parcours läuft, müsst ihr euch vorstellen. Heute sind eben runde Steine, morgen sind es eckige Steine, übermorgen sind es Kieselsteine, dann haben wir Waldweg, dann haben wir überall Gestrüpp und da muss man durch das Gestrüpp laufen. Und das Problem in Anführungsstrichen ist, Leute, wir haben eine ganz starke Anbindung, die sich zu dieser Sehung hingezogen fühlen. Das heißt, wir müssen automatisch durch unser Sein, die Tomate ist nun mal rot, barfuß laufen. Hört ihr? Natürlich nicht in echt. Aber ihr wisst, dass ich das immer in Metaphern meine. Und wir laufen nun mal im Barfuß und wir kriegen jeden Stein da eben mit. Und das ist jetzt eben diese Ebene, wo eben diese Kugeln fliegen. Und wir,
Wir werden ja sehen, was denn als nächste Ebene angesagt wird, was denn dran ist. Aber jetzt erst den Mörtel wegmachen, die Füße weg, sauber machen, den Boden schön sauber machen, dass da kein Mörtel mehr liegt. Dann seid ihr von den Füßen her besser geerdet, besser in der Sicherheit, bei Mutter Erde zu bleiben. Und ihr fühlt euch damit wohler, weil, versteht ihr, dann könnt ihr den Fokus auf diese doofen Kugeln, die hier durch die Gegend fliegen, denkt dran, wie so eine Art Minenfeld, bloß in der Luft. Und das ist ja das Schöne, die Minen auf dem Minenfeld, die seht ihr ja nicht. Ne? Da steht man, dann macht es Klick, oh Scheiße, wenn ich jetzt weggehe, dann fliege ich in der Luft. Das haben wir ja nicht. Wir müssen nur bewusst sein, da ist eine Kugel, da ist eine Kugel. Ob die nun hellgrau, mittelgrau oder schwarz ist, ist egal. Es ist alles etwas, wo man versuchen sollte, sich fernzuhalten. Ja. Und falls ihr mal in so eine Kugel geratet, denkt dran, ihr kennt doch meinen weißen Heilnebel. Erlaubt dem Heilnebel seine Arbeit, euer Gesicht oder wo immer das dann explodiert ist, das sofort zu heilen. Aber bitte gebt dem Heilnebel auch die Zeit, um das zu heilen. So was wie, naja, man geht jetzt einmal hin, kriegt einmal eine Spritze, dann ist alles wieder gut. Leute, kommt schon, Gehirn einschalten. Gehirn einschalten. Dinge brauchen so langsam, so lange zu heilen, wie sie brauchen. Aber der Heilnebel hilft euch. Und wenn ihr ganz schnell mitkriegt, oh, da war jetzt gerade einer an ihr dran, so, Heilnebel, bitte, kannst gleich wieder alles heile machen, dann tut er es. Ja. So, jetzt ist da wieder das Neueste vom Neuesten. Ich knuddel euch, ich wudel euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Lächelt und strahlt. Wenn ihr lächelt und strahlt, verjagt ihr die Dunkelheit, verjagt ihr die Dämonen und die Dunkelwelt. Und die können euch nichts, weil das ist eine Grenze, die können sie nicht überschreiten. Die Macht, die die Kinder Gottes haben, die ist nicht zu unterschätzen. Also nochmal, ich knuddel euch, wudel euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Achso, und falls ihr mal unter Umständen wieder liken wollt, kommentieren und weitere Abonnenten, I am freuing me. Tschüss, meine Lieben.